Hiermit starten wir in die zweite Folge von Alle Items sammeln und wir müssten einen Verweiltrank des Schildkrötenmeisters besorgen. Das heißt, wir müssen erstmal Minecraft durchspielen. Das werde ich jetzt auch versuchen. Obsidian haben wir ja genug. Dann werde ich mir jetzt noch ein bisschen Eisenstuff machen. Dann gucken wir mal, wie der Netherspawn aussieht. Ich hoffe auch, dass wir einen guten Nether-Spawn bekommen. Der Block kann weg. MLG. Neues Essen. So. Die sind selten gut. Aber der hier ist gar nicht mal so schlecht. Ist hier zufällig? Ist das? No way! Das ist jetzt nicht eine Festung. Ey, was ist das für ein Seed? No way, wir haben instant eine Festung. Wir haben instant eine Festung. Da geht's sogar noch weiter. Die Frage ist, wie hole ich mir jetzt die Blazes ohne zu sterben? Hier ist die Festung. Ist ja nicht mal 100 Blöcke vom Portal weg, oder? So, wo geht's jetzt denn rein? Ah, hier. Oh, erste Rot. Oh, ist hier noch ein Skelett. Oh, das war, glaube ich, jetzt nicht so gut. Also, ich würde sagen, der Nether-Spawn ist gut. Ich höre noch Wizard-Skelette, aber ich, das ist ein Scherz. Blaze. Nächste Rot. Zwei Dias, okay, das ist krass. Ah ne, die kommen ja nicht mal hier rein. Aber die Blaze kommt rein. Oh, nächste Rot. Nächste Rot. Das läuft hier gerade wie am Schnürchen. Sind hier noch mehr Blazes? Das würde mich freuen, wenn das jetzt schnell gehen würde. Ey, die Festung ist ja komplett sass generiert. Ein lachendes Emoji, was? Ja, los, ihr müsst schon herkommen, wenn ihr mich haben wollt.
Puh. Schnell und effektiv. So, ist auch Nacht. Ja, direkt pennen gehen. So. Frage, wie kriege ich die Pearls möglichst schnell? Soll ich einfach wieder in den Nether gehen? Ich denke, das wäre die einzige Option, oder? Ich würde gerne noch ein bisschen Kobbel mitnehmen. Schwerter. Oder ich mache mir ein Diamantschwert. Das geht natürlich auch. Endlich in Ruhe bin ich Pearls Farmen. So. Schweine, Schweine, Schweine. Oh, gut. Schon wieder Nacht. Dann heißt es erstmal pennen. Welcher Villager erklärt sich denn bereit? Oder gibt's hier schon eine Kehle? Ist hier zu? Hier würde es perfekt passen. Da, du hast hier zwei Betten. Wo willst du da? Da hingehen. So. Hier. Wo ist der Typ? An. Braucht genau 10 Minuten. Okay, entweder Goldbarren. Ich kann das machen. Ich habe Goldblöcke mitgenommen. Ne? Willst du Geld? Willst du Geld? 6. Ja, Pearls. Let's go. Soll ich jetzt mein ganzes Gold verkaufen? Perfekt. Jetzt muss ich. Das ist mein Brot. Jetzt muss ich irgendwie einen Haufen Emeralds herbekommen. Wie kann man im Wüstendorf super schnell Marke verdienen? Ich würde sagen, Fletcher. Mal sehen. Braucht mir jetzt erstmal eine bessere Axt. Bewahren wir auf für unsere späteren Investments. Und dich zu verstecken, ich weiß das. Bam. So, jetzt geht's ab ins End. Jetzt wird der Drache geklemmt. Tipp, hol dir aus dem End am besten alle Items, die es da gibt. Da musst du nicht da noch mal hin. Ja. Ich habe aber nichts. Ja, ich weiß, aber ich habe, glaube ich, nicht so eine gute Rüstung. Kann auch ganz schnell schief gehen. Ich werde erstmal den Enderdrachen besiegen. Ich werde so oder so nochmal später ins End zurückgehen, also. Ready for the End, genau. Wohin fliegt's? Da lang, okay. Dann muss ich hier gleich noch ein bisschen schwimmen, wie es aussieht.
Die sollten endlich mal diese Biome, wo nichts ist, updaten. Hier geht er nach unten. Okay. Dann muss ich hier runter. Super, jetzt nur noch schnell Portalraum finden. Hier, da gehörst du hin, in den Knast gehörst du. Bruh, das ging schnell. Muss man hier zubauen. Das haben wir dann schon mal. Wie viel Eis hat das eigentlich? Gar kein okay. Brauche ich nicht mehr Blöcke zum Rüberbauen. Crafting Table. Ich mache mir nochmal hier eine Chest und packe hier mein Stuff rein. Sicher ist sicher. Weil ich will nicht alles hier verlieren. Noch, das brauche ich gleich. Das kann ich hier hinpacken. Ich habe noch sonst Stone als Blöcke. Habe ich noch irgendwas, was ich jetzt nicht brauche, aber auch nicht. Okay. Ah nee, sicher ist sicher, ne? Man weiß nie bei der Bad Luck Edition. Man weiß nie, ey. Dahin läuft. Bum, 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 bum. So, ah, wait. Irgendwann brauche ich auch das Enderauge. Jetzt lieber nicht droppen. So. Wünscht mir Glück. Scheiße, ich hab nicht mal Kürbis-Ammo. Das hätte auch leicht nach hinten losgehen können. Ich bin einfach hier so reingerannt. Ja, genau, der fliegt direkt auf mich zu wie so ein Sack. Jetzt ist er down. Go. Nur noch der Schildkröten. Hey. Nur noch der Schildkröten. Die Level nehme ich hier mit.
ich wahrscheinlich noch irgendwann für Enchantments brauchen. Ich weiß, was ich mache. Drachenei, stimmt. Stimmt, hast recht. LOL! Es geht auch mit einem Faden, okay. Ey, wenn ich das Drachenei verliere, dann habe ich rein theoretisch verkackt. Dann kann ich Brot nehme ich. Nicht. Auf den Rückweg. Und dann werden wir finally den Schildkrötenhelm craften. So, dann packe ich hier erstmal den Stuff, den ich jetzt nicht brauche. So, ich würde sagen, das war's dann erstmal mit der Folge und in der nächsten Folge werden wir dann unsere Items vervollständigen. Und ja, bis dahin.